hier an der Location geht jetzt zu Ende. Wir haben gestern Abend hier tatsächlich noch gegessen, weil es war kein Supermarkt in der Nähe. Der nächste Ort ist 40 Kilometer weg und wir haben es abends nicht mehr geschafft, dahin zu fahren. Vor allem, weil bis wir da gewesen wären, wäre das ganze Zeug eben zu gewesen. Wir hätten kein Geld mehr holen können, wir hätten kein Supermarkt mehr gefunden. Deswegen haben wir dann hier gegessen. War auch echt lecker, aber natürlich Island ist sehr teuer. Dann haben wir dann noch einen alten Land Rover gefunden. Habe ich noch ein paar Videos dazu gemacht. Heute haben wir dann den Ort aufgesucht, der ca. 40 Kilometer weg ist. Haben dann da erstmal Geld geholt, weil wir noch Geld brauchten. Wir hätten nur noch einen Einkauf machen können. Und da war es ganz gut, dass wir jetzt noch Geld holen konnten, weil morgen geht es nämlich dann direkt weiter. Da fahren wir eine F-Road mit keine Ahnung wie viel Flussüberquerungen. Wir fahren dann nämlich auf diesen Nationalpark eben zu. Auch an der Nationalpark, wo diese Gletscherschmelze, dieser Gletscherlauf quasi gerade passiert ist. Allerdings die Straße, haben wir schon angeguckt, ist nicht gesperrt. Wir kommen da trotzdem durch. Das ist auch ganz praktisch, weil sonst müssten wir einen großen Umweg fahren, das noch länger brauchen würde. Wir brauchen jetzt schon allein 5,5 Stunden, 6 Stunden, bis wir da durch sind. Weil wir können einfach auf dieser F-Road nicht so schnell fahren. Und vor allem, wenn die ganze Zeit dann so Flüsse wie bei mir im Hintergrund. So, was ist denn da? Und da darfst du dann einfach im Auto durchfahren an bestimmten Stellen. Ja, es wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Und dann haben wir noch oben noch so einen alten Vulkankrater angeschaut mit einer Menge Wasser drin und noch Wasserfälle haben wir gesehen und haben einfach noch die ganzen Sachen abgeklappert. Das habt ihr jetzt auch schon alles im Vorhinein gesehen. Das ist jetzt einfach nur am Ende der Location. Hier sage ich nochmal was dazu, weil ich halt erst in den letzten Tagen jetzt nicht so groß Lust an dieser Location noch irgendwie so persönlich in der Kamera zu reden. Deswegen habe ich einfach jetzt nur dann die Bilder quasi sprechen lassen. Ich hoffe, das war auch mal okay. Morgen geht es dann weiter. Morgen werde ich hoffentlich ein bisschen im Meer wieder so vloggen und das Abenteuer zeigen. 6 Stunden lang Richtung Gletscher fahren und dann am Gletscher vorbei. Mitten durch die Highlands zu unserer Unterkunft. Das heißt, bleibt gespannt. Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Ja, Nacht. Auch wenn es hier nicht dunkel wird, aber ja, wir haben abends. Egal. Tschüss. Wir haben mittlerweile einen Tag später. Wir sind gestern losgefahren von unserer Unterkunft. Die F88 wollten wir runterfahren und dann über die 910, den Teil im Nationalpark eben, hier runter, wo wir jetzt sind, zu diesem Highland Center. Weil es war so auf der Karte, ja, die nächste Strecke wäre wahrscheinlich nicht die schnellste Strecke gewesen, einfach weil halt die F-Road 910 anscheinend sehr krass sein sollte. Warum ich sollte, sage, ganz einfach. Wir sind runtergefahren, waren so 200 Stunden schon unterwegs. Dann kommen wir da an, kurz vor der Abzweigung zur 910. Und dann steht da ein Park Ranger und sagt zu uns, ja, was habt ihr vor? Wir sagen, ja, wir wollen über die 910 jetzt rüberfahren, dann halt hierher zu diesem Highland Center. Dann hieß es, okay, guckt das Auto an, aber nicht mit dem Auto, weil es ist Sturm. Also anscheinend war auf dieser Strecke, die halt über die Berge führt, Mountain Track steht auch auf der Karte, ist extremer Sturm gewesen mit Schnee und man darf, selbst mit diesem Allrad, mit diesem SUV darf man hier nicht durch. Man braucht einen speziellen Truck mit diesen großen Reifen, mit den Ballonreifen. Also man braucht so einen Arctic Truck, heißen die hier, um da überhaupt durchfahren zu dürfen. Mit extra Spritten, alle möglichen. Das waren, keine Ahnung, die Strecke wäre 50 Kilometer nur gewesen oder so. Ja, 50 Kilometer sind hier relativ viel, wenn man die F-Road sieht, weil da kann man teilweise halt zwischen 20 und 50 km/h fahren. Teilweise kann es auch nur 5 km/h fahren. Ja, dann hieß es gut, umdrehen. Das ist für euch selbst schneller, weil ihr bräuchtet mit diesem Auto über 9 Stunden, um diese Strecke eben durchzufahren. Da haben wir umgedreht. Dann müssten die 3 Stunden wieder zurückfahren und mussten dann nochmal
die Nebenstraße runterfahren, die F26. Die war schon besser als die F88, weil auf der 88 gab es mehrere Furten. Ich bin die erste Furt gefahren, die erste Furt in meinem Leben und die erste Furt im Leben von meinem Vater, ja. Bin ich die erste Furt gefahren, die war schon relativ tief. In der zweiten Furt, die ist dann mein Vater gefahren, er wollte auch mal eine fahren. Die war noch tiefer und da war wirklich die Motorhaube, war fast unter Wasser, ja. Also mit unserem Auto war es ja schon schwer durchzukommen und dann wäre die Straße nochmal schlimmer gewesen. An der Ringroad wieder weiter, eigentlich zurück zu dem vorletzten Quartier von uns und dann sind wir mit der F26, sind wir dann runtergefahren. Die F26 hat uns 6 Stunden oder so gekostet und wir saßen dann gestern so, keine Ahnung, 11,5 Stunden oder so im Auto. Und was uns noch passiert ist, mitten auf der F26, eigentlich die bessere Straße von den beiden, die F88 war nämlich jetzt nicht so die beste Straße, da konntest du teilweise wirklich mit 5 km/h durchfahren. Auf der F26 passiert es dann, zack, Reifen ist platt. Dann stehen wir da oben, es ist ein wahnsinniger Wind, auch jetzt immer noch. Da standen wir da in Nieselregen und Sturm, wirklich der Regen, der ist quer geflogen, da war nichts mehr gerade, da war einfach alles quer. Standen wir dann da im Nichts, im Umkreis von 150 Kilometern, einfach nicht mal ein Haus, ja. Das nächste Haus wäre eben dieses Highland Center hier gewesen. Dann haben wir da im Nieselregen und Sturm den Reifen gewechselt. Was traurig ist, der Ersatzreifen, das Notfallrad, ja, mit dem man eigentlich nicht mehr als 80 Kilometer fahren soll, hat uns die Frau dann am Telefon gesagt, nachdem wir heute angerufen haben. Das ist ja gestern alles passiert. Wir sind mit dem Reifen übrigens, sagen wir, 230 Kilometer gefahren und es ist nichts passiert. Weil der Reifen, der sieht besser aus als das, was wir bis jetzt drauf hatten. Die haben wenigstens noch Profil. Das war dieselbe Größe, aber die haben noch Profil. Der war wirklich ein halber Zentimeter mehr Profil drauf, als auf unseren Reifen, die wir jetzt drauf haben. Ja, und das war das Ganze, was wir dann eben gestern so erlebt haben.